Hallöchen, liebe Minecraft-Gemeinde. Und willkommen zurück zu einem neuen Erklärungsvideo bzw. zu einem Let's Show. Hier und heute mit meinem Bruder Psychogear. So Hallöchen. Ein Zufall, nicht wahr? Haha. ja, wir befinden uns hier auf dem ORE-Server. Der nennt sich deswegen ORE, weil das bedeutet Open Redstone Engineers. Klingt nicht nur logisch, ist auch so. Die bauen hier alle möglichen Sachen mit Redstone, meistens irgendwelche CPUs, das heißt Alus und logische Gatter und so weiter. Ich habe bis jetzt eher selten gesehen, dass sie damit irgendwas Vernünftiges anstellen. Sie bauen die einfach nur, weil sie meinen, ja, wir bauen einen krassen Redstone-Computer, der dann aber im Endeffekt nichts bringt, weil sie damit nichts berechnen können, weil es einfach viel zu langsam ist. Naja, ich schweife ab. Wir haben was Sinnvolles gebaut, wie so oft, nämlich ein funktionierendes Hangman-Spiel. Beziehungsweise ja, ist mehr oder weniger sinnvoll, ne? Also ist jetzt nicht unbedingt. Ja, doch, man kann damit Hangman spielen. Ist schon, wenn man irgendjemand wird kommen und sagen, hey, ich hab Bock auf Hangman, dann würde ich sagen, ah, lass uns mal auf dem ORE-Server vorbeigucken, da steht ja einer. Zufälligerweise haben zufällig, wir da einen gebaut. Ja. Übrigens, Lukas, als Info, ich bin jetzt hier ein bisschen wortkarg, weil ich bin nämlich hier auf Push to Talk, weil das mit den Sprachoptionen irgendwie nicht hinhaut. Das heißt, wenn ich hier eine Zeit lang nichts sage, dann hat er einfach daran keinen Bock auf euch. Nee, ganz genau. Ja, also das Ding hier wurde von dem Herrn da oben erdacht. Ich habe leider nicht mitgeholfen, weil er mir nicht Bescheid gesagt hat. Der Arsch. Ja. Ich habe im Nachhinein dann ein bisschen Kleinkram und so mitgemacht, aber im Großen und Ganzen war das seins. Ja, wir haben hier eine Kontrollleiste, bestehend aus einer Tastatur mit allen 26 Buchstaben sind das, ne? Ja, im Alphabet meistens. Wissen, ja. Ja. Am besten ist es, wenn es 26 Buchstaben sind. Wir haben also für jeden Buchstaben einen Knopf. Man kann also schreiben und wir haben drei Sonderfunktionen. Clear All. Dann kann der Benutzer, der gerade das Wort eingibt, was nachher geraten werden muss, wenn er sich verschrieben hat, das Wort nochmal löschen. Derjenige, der nachher am Raten ist, kann nicht mehr löschen. Das wäre ja zu einfach. Wenn der irgendwelche Tasten drückt dann und die sind falsch, dann baut er seinen Hangman weiter auf. Unter anderem haben wir noch einen Start-Game-Knopf, der momentan noch sehr verwirrend ist. Und zwar muss man den drücken, wenn man das Wort, das geraten werden soll, fertig geschrieben hat, damit der Ratende anfangen kann zu raten. Und wir haben einen Space-Knopf, also eine Leerzeichen-Funktion, die man während des Wortvorgebens benutzen kann, um zwei getrennte Wörter zu schreiben. Also das lässt einfach den Slot 1 nach rechts springen und lässt den vorherigen Slot frei. Da hat man quasi eine getrennte Wortführung. Mein Gott, ich rede so gestochen heute, das ist unglaublich. Ja, aber ich meine, so viel dazu, mehr muss man eigentlich nicht erklären. Ja. Das heißt, man kann auch sagen, wenn während man rät, sind die Buchstaben, die man benutzt, eingespeichert. Das heißt, wenn man einen Buchstaben drückt, leuchtet die Lampe darunter auf, unter dem Knopf, damit man weiß, welchen man schon gedrückt hat. Natürlich nur bei demjenigen, der rät, weil derjenige, der das Wort vorgibt, das wäre Schwachsinn, ansonsten würde der Rät ja sehen, welche Buchstaben der Vorgebende schon benutzt hat, um sein Wort zu formulieren. Ja, erklärt sich ja von selbst. Ja, ich würde sagen, wir finden es ganz einfach mal vor. Du musst dich in deinem Bunker verstecken, ich gebe mein von mir ausgesuchtes Wort in das System ein. Du hast die Push-to-Talk-Taste wieder gedrückt, ne? Das sind die Probleme, die wir ein bisschen haben mit Stimme doppeltönen und so. Ich begebe mich hier gerade in den von irgendeinem User gebauten Warteraum. Genau, wir haben schon Fans hier auf dem Server, die schon fleißig am Hangman-Spielen sind. Ja, er hat sich versteckt, er kann nicht sehen, was ich eingebe. Ich werde jetzt hier oben auf dem Display mein Wort eingeben, was er nachher raten muss. Und zwar lautet dieses Wort... Punkt, Punkt, Punkt. Ich schreibe es jetzt wahrscheinlich als Kommentar oder hier... in den Video ins Video mit rein. Könnt das auch lesen. Der nachher. Ah, oh Gott. Passiert hier was? Ja, da kommt ein Buchstabe. Das wollte ich gerade schon fast sagen, welcher Buchstabe, aber das sage ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich muss mich jetzt echt zurückhalten, weil er ja nicht wissen darf, was ich eingebe. Kann aber auch durchaus passieren, dass das nicht so wirklich funktioniert. Weil bei mir ja bekanntermaßen das Gehirn manchmal aussetzt für einige Sekunden.
Das ist ja eigentlich der Normalzustand, das heißt, manchmal funktioniert es, also würde das eher passen. Sehr witzig. So, wie ihr seht, das System funktioniert ziemlich schnell. Wenn ich hier den Buchstaben Punkt, Punkt, Punkt eingebe, dann kommt der ziemlich schnell auf den Bildschirm. Kann ich euch jetzt zeigen? Was wollte ich jetzt überhaupt schreiben? Ach so, ja, genau. Wo ist denn hier? Da. Da ist der Buchstabe, den ich suche. Sag mal, Gregor, wo ist denn der Buchstabe Punkt, Punkt, Punkt? Rechts. Rechts. Wo sonst? So, wie ihr seht, wenn ich hier Buchstaben eingebe, gehen die Lampen unten drunter nicht an. Sinnvollerweise. Noch nicht. Wo? Da. Na, jetzt gerade war es aber doch ein bisschen haarscharf hier mit der Eingabe. Es hat ein bisschen gehangen. Kann schon mal vorkommen. So, sind wir fast fertig hier. Ich buchstabiere hier gerade ein sehr schönes Wort, Gregor. Das ist wunderbar. Ich hoffe, dass du nicht drauf kommen wirst. Ah, bin ich außerhalb des Chunks oder warum zeigt er nicht an, wenn die Buchstaben laden? Muss ich mal wieder zurückfliegen hier. Ist ein bisschen blöd. So. Ne, noch nicht. Also nicht, das so war jetzt nicht für dich, sondern, ne, ich wollte ja sagen, dass fast. So, und das Wort passt wirklich perfekt in diese von uns vorgefertigte Zeile rein. Wie gesagt, wir haben genau 15 Buchstaben vorgegeben. Man kann also keine Wörter länger als 15 Buchstaben schreiben. Wie ihr sehen könnt, hat das genau da reingepasst. Ich hoffe, ich habe keine Rechtschreibfehler drin, oder? Nee, müsste passen. Und wenn doch, dann, ja, setzt es virtuelle Ohrfeigen in den Kommentaren. Start Game. Jetzt kommt dieser wundervolle Knopf zum Einsatz, der quasi meinen vorgefertigten Text in den Zwischenspeicher lädt. Beziehungsweise ihn aus dem Zwischenspeicher für den das Display rauslädt, ja, rauslöscht. Und alle Positionen von Buchstaben werden durch Unterstriche ersetzt. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht so gut erkennen, dass das nur passiert bei den Buchstaben, die auch wirklich vorhanden sind, weil ja der ganze Bildschirm vollgeschrieben war. Wenn ihr allerdings ein Leerzeichen drin habt oder das Wort nicht ganz so lang ist, dann sind tatsächlich nur da Unterstriche, wo auch Buchstaben sind. Das werdet ihr nachher bei dem Wort von meinem Bruder sehen. Komm mal raus da, Peter. Ich habe fertig. So, wie ihr sehen könnt, Hangman ist nicht aufgebaut. Das heißt, er hat jetzt quasi volles Leben, um anzufangen, mein Rohr zu raten. Sobald er falsche Buchstaben eingibt, wird sich das Hangman nach und nach aufbauen. Ja, dann fangen wir mal an mit dem einfachsten überhaupt. Das E ist immer der Standardanfang irgendwie. Ja, kommt ja auch A, E, E, U, U, ne? Ja, hast du sehr gut gemerkt. So, wie ihr seht, danke für das Kompliment, Gregor. Wie ihr seht, wird jetzt das E eingespeichert, dass er es benutzt hat, damit er Schussel nicht vergisst, dass er das wirklich schon mal benutzt hat. Das heißt, er kann jetzt sehen, ah ja, hatte ich schon, hatte ich schon, hatte ich schon, was hatte ich noch nicht. So, und zum Glück kommt dieses Wort, dieser Buchstabe nicht so oft in dem Wort vor. Hat es nicht direkt so an einfach am Anfang. Ein L. Tadam. Nein. Ich habe keine Ahnung, wie schwer das Wort ist. Ich kann das nicht so wirklich einschätzen. Anscheinend nicht so einfach. Naja. Was hast du gedrückt? Ein H. Das dürfte auch falsch sein, ja.
Also ihr seht, bei jedem Mal falsch drücken kommt ein Element des Galgens mehr dazu, bis er baumelt. Und ein G. Leider, leider verloren. Okay, dann nehmen wir mal ein A. Das hat jetzt sehr geholfen. Das sind zwei, das hast du schon gesehen, ne? Oh ja, nee, das war gerade bei mir noch nicht geladen. Ja, das ist, ich glaube, das liegt genau zwischen zwei Chunks. Ein W. Verdammt, das. Ich bin bald verloren. O. Tja, jetzt die Frage, ob du es erraten kannst. Ein N. Oh, ist das cool. Ah, wenn du nicht weißt, wie du weiterkommst. Schön. Das freut mich doch. Hast du langsam müsste der Groschen noch fallen, oder nicht? Kannst du mich jetzt wieder hören? Ich, ja, hast du was gesagt gehabt? Ich hab gesagt, ich hab's. Ja? Was denn? Durchaus. Ich gehe davon aus, es ist Strandpromenade. Ah, scheiße. Nein. Oh, Mist. Tja. S. Ah, Kacke. T. Nicht so schnell, denk dran, das System ist ein bisschen, Naja. Ja, also es kann schon einiges an Geschwindigkeit ab, aber nicht so viel leider. Das M. Hat aber gerade so da reingepasst, ne? Und das ne? D. So, da kam der Ton für Sie haben gewonnen. Hangman ist verschwunden. Das Wort bleibt noch kurz auf dem Display zu sehen. Was ist da hinten mit dem letzten Buchstaben kaputt? Bei mir ist noch alles kaputt, bei mir hängt es noch total. Ja, das kann... Das Problem ist, dass das System mit Sofort-Repeatern funktioniert, das heißt, es ist sehr laggy. Also, es kommen nicht alle Informationen gleichzeitig an, obwohl sie es eigentlich tun sollten, was das System instabil macht. Deswegen passieren manchmal so Grafikbugs, dass bestimmte Pistons noch nicht ausgefahren sind, obwohl sie es eigentlich sein müssten. Also nichts drauf geben, es ist meistens nur eine vorübergehende Sache, wenn Dinge schnell geladen werden oder so. So. Noch eine kleine Information, wenn man das Wort nicht geraten hat, das heißt, wenn man verloren hat, bevor man alle Buchstaben gefunden hat, dann wird das komplette Wort nochmal kurz angezeigt. Das heißt, in dem Fall habe ich es jetzt geschafft, aber wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte dann nochmal Strandpromenade kurz gestanden, bevor es gelöscht worden wäre. Damit man auch weiß, was man falsch gemacht hat, beziehungsweise wo man einfach nicht drauf gekommen ist. Beziehungsweise, wenn man so ein langes Wort hat und keinen besonders starken Computer, dann kann es gut sein, dass es einfach nur total hängt und man dann irgendwie sieht, wie die Striche noch da sind und im nächsten Moment ist es gelöscht, weil es einfach in der Zwischenzeit nur hängt. Das ist das, wie es bei mir ist. Aber ja, naja. Was soll's? Ist schon ein bisschen blöd. So, ich begebe mich in den Schutzbunker rein, in den Warteraum. Jo. Hab auch schon ein schönes Wort. Ja, ich mach kurz Aufnahmestopp, solange du eingibst. Und dann sagst du mir Bescheid, wenn es fertig ist. Bis gleich. Und weiter geht's beim Rätselraten.
Mein Wort ist fertig. Ja, ich begebe mich nach draußen. Für euch ein paar Sekunden, für mich eine halbe Ewigkeit. Ja, gefühlte also zwei Tage. Also etwa 30 Sekunden war das jetzt. Das war nicht übertreiben. Das ist aber kein langes Wort, ne? Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchstaben. Also wie ihr seht, haben wir tatsächlich nur die Unterstriche da, wo auch die Buchstaben eingespeichert sind, die er eingegeben hat. Wo ist er hin? Ist er weg, Gregor? Hallo? Hier bin ich. Oh. Ach, vor meiner Nase. Er hat sich wieder irgendwo hin teleportiert, keine Ahnung. So, und ich muss jetzt raten. Ich rate mal an E. Welch Wunder. Wow. Habt ihr das gemerkt? Ich habe einen Hochleistungsrechner und ich habe meine eigene Bewegung nicht gesehen. Nehme ich mal ein A noch dazu. Und falsch. Scheiße. Dumm gelaufen. Vielleicht ein I. Ja, die Sounds einfach nicht beachten. Ich werde hier gerade im Chat belästigt. Schöne Grüße an Chicos, der gerade im Urlaub ist. Wahrscheinlich werden wir demnächst noch Projekte von ihm vorstellen, mit ihm zusammen auf seinem Server. Geiler Server, werde ich noch promoten. Mal sehen. Wo war ich? Ei, aber getrennt. Tiger Woods, nee. Sehr lustig, ja. Vor allem Tiger, weißt du. Ja, okay. Ja. War nur ein Scherz. Wie war es nochmal mit dem OK, ne? OK bedeutet all clear. Clear. Vor allem clear, weißt du. Also kein T. Clear all. Ei, vielleicht ein L? Mal gucken. Nee, kein L. Scheiße. Das Wort müsstest du eigentlich kennen. Also nicht unbedingt müsstest, aber es ist nicht unbedingt Allgemeinwissen, aber man müsste es eigentlich kennen. Was weiß ich? Ich habe bis jetzt nur zwei Buchstaben, da fällt es einem ziemlich schwer, sich festzulegen. Na, auch falsch. Scheiße. P vielleicht. P wie Gitarre. Ja. Was? Mit einem P am Anfang und einem P am Ende. Das schreit doch förmlich nach einem S. Ja. Du weißt schon, dass die ersten vier Buchstaben echt aussehen wie ein Penis, ne? Das ist dir schon klar, oder? Ich bin jetzt auch aufgefallen. Ich wollte es zuerst nicht gesagt haben, aber ich glaube, jeder Zuschauer denkt sich das gerade. Also das ist echt, ich hoffe, das hat nichts damit zu tun. YouTube ist ja jugendfrei. Hoffe ich auch. Nee, wenn du jetzt die letzten beiden Buchstaben auch noch dazu rätst, dann Eben klärt es auf, oder was? Nee, eben nicht. P. Ein bisschen habe ich ja noch, ne? Nehme ich mal das N. Gut, also hast du aufgeklärt, es handelt sich da um kein N. Glück gehabt. Oh, Schande, was nehme ich denn noch für so viele Möglichkeiten? Habe ich ja gar nicht mehr, ne? Oh, vielleicht. Ja. Periskop! Ah! Oder? Genau! Aber ich habe das R doch schon gehabt, oder nicht? Ne, hatte ich nicht. Siehst du mal. Periskop. Wird das mit C oder mit K geschrieben? Das ist jetzt natürlich die Frage. Aber ich habe ja noch zwei Möglichkeiten offen. Das heißt, ich werde es zuerst mit K schreiben.
Weil ich vermute, dass es mit K geschrieben wird. Ja, da erklang die Siegesmelodie. Das K erscheint, das Hangman verschwindet. Siegessicher schreite ich von dannen. Und, verschwindet das Wort auch irgendwann? Ja, cool. Also, ihr habt unseren funktionstüchtigen Hangman-Simulator gesehen. Funktioniert einwandfrei, ohne Fehler. Nur manchmal. Und dann Scheißfehler. Ja. Wie so oft. Sollen wir das System noch erklären, oder meinst du nicht? Ach, können wir machen, ja. Es ist ja nicht so besonders schwer. Wir können ja die Grundzüge erklären, wie es funktioniert. Wir müssen ja nicht auf jeden einzelnen Mechanismus eingehen. Ja. Hi Jennifer, falls ihr das im Video seht, das ist die Jennifer, die schreibt mir gerade. Ich werde nachher zurückschreiben, wenn ich Zeit habe. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Das System hier basiert wie immer auf dem Binärsystem, also das System der Buchstabenübertragung. Wir haben also für 26 Buchstaben 5 Bit, weil das ja 32 Möglichkeiten sind und wir brauchen nur 26. Hier könnt ihr wunderbar die Anordnung der Bits sehen. Die 5 Leitungen, also die 5 Bits und dann die jeweiligen Querstreben, über die Übertragung läuft. Das sind quasi die unteren Querstreben mit den oberen Querstreben mit Fackeln verbunden. Wenn man also einen Knopf drückt, werden die jeweiligen Bits in die Leitungen reingeladen. Hinten rein transportiert. Muss ich euch direkt zeigen. Im Prinzip am Anfang wie der Word-Prozessor. Genau, wenn ihr nicht gesehen habt, poste ich jetzt hier auch nochmal einen Link zu meinem Erklärungsvideo zum Word-Prozessor. Die 5 Bits kommen hier unten an und werden jetzt hier aufgeteilt. Das ist eine Besonderheit von unserem System. Und zwar, oh, da hat er gerade nicht geladen, das war gerade genau am Ende vom Chunk. Und zwar können die 5 Bits hier einmal nach rechts abbiegen oder geradeaus weitergehen. Wenn sie geradeaus weitergehen, befindet man sich in der Schreibfunktion. Das heißt, der Benutzer, der gerade das Wort eingibt zum Speichern, damit er nächstes raten kann. Wenn der gerade am Schreiben ist, dann werden die Bits hier reingeladen. Nämlich da hinten in die Festplatte, also in unsere Speichereinheit, wo die Bits abgespeichert werden, damit sie nachher zum Vergleich zur Verfügung stehen. Kann ich euch jetzt mal zeigen. Wenn wir jetzt hier ein paar Bits einspeichern würden, warum ist hier nichts geladen? Ich muss mal kurz hier langfliegen. Der Chunk hat einfach nicht geladen bei mir. Wie ihr seht da unten, der hört einfach alles auf. Selbst der Boden ist weg. Ist ein bisschen scheiße, finde ich, aber hilft ja nichts. So, dann nutze ich mal meinen coolen Kompass. Okay. Die 5 Bits werden hier um die Ecke geladen. Und hier befinden sich immer 1, 2, 3, 4, 5 Bits zusammengefasst, wie ihr hier sehen könnt, in einer Freischaltung. Hier seht ihr es, 1, 2, 3, 4, 5 in einer Freischaltung. Der erste Bit ist gerade, der erste Buchstabe ist gerade freigegeben, weil nämlich diese Pistons nach unten gedrückt sind. Das heißt, wenn ihr auf der Tastatur einen Buchstaben drückt, werden diese 5 Bits hier reingelesen und können hier auch passieren, weil diese Pistons nach unten geschoben sind. Hier werden sie gespeichert, diesen Speicherzellen, und dadurch hier vorne festgehalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein Bit reinsetzen, mache ich das auf einmal. Er wurde jetzt auch nach hinten geschickt, konnte aber nirgendwo passieren, weil da überall die Pistons hochgezogen sind. Nur hier konnte er rein und wird hier in dieser Schlaufe festgehalten. So, jetzt wird dieser Bit weitergeleitet und auf der Tastatur, auf dem Bildschirm ausgegeben. Ja, er wird also quasi hier über diese Strebe weitergeleitet und in die ROM-Einheit hier vorne geleitet. Beziehungsweise zuerst in einen Decoder, der dann feststellt, welches Signal das ist. Das müsste jetzt hier ein A sein, also da oben das A. Nee, das ist nicht das A. Das A ist das erste, sondern das ist der fünfte Bit. Das ist irgendwas in der Mitte, weiß ich gar nicht. Der 16. Buchstabe ist das. Ja, wie auch immer. Nee, warte, Quatsch, der 17. Buchstabe ist das. Ist ja auch egal, das ist jetzt irgendein Buchstabe, dieses Binärsignal hier. Das wird also quasi hier im Decoder dekodiert, dann in einer Einzelleitung wieder umgewandelt, also quasi ins Anführungszeichen Dezimalsystem, beziehungsweise jetzt einfach mal ins Alphabetsystem. Und hier wird dann. Das ist das P, nur zur Info. Das ist das P, okay. Also das ist das binäre Signal für das P. Wird dann hier aufgeteilt in die Pixel vom Display. Das heißt, diese ROM entscheidet,
in welche Richtung das Signal weitergeleitet wird. Die Pixel, die nicht angesteuert werden, sind einfach nicht an diese Querstrebe angeschlossen. So, wenn wir jetzt umschalten, drücken wir auf den Knopf für Schreiben vorbei, dass es geraten werden kann. Ja, da habt ihr es gesehen, er hat gedrückt. Jetzt wird das Binärsignal hier hinten gesperrt, das heißt, die Leitungen sind nicht mehr durchläufig, das Signal kann nicht mehr passieren. Moment. Sie können jetzt aber um die Ecke biegen und gelangen jetzt quasi auf die Unterseite der von oben gespeicherten Signale, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir einmal oben die... Bevor du das sagst, komm. Nochmal ganz kurz zur Festplatte rüber. Ja. Und zwar, wie man jetzt nämlich... Ah, nee. Ich dachte, du hättest ja einen Knopf drückt, aber du hast ja keinen Knopf drückt, das heißt, es ist kein Signal rausgekommen. Nick, es ist immer noch der erste freigegeben. Theoretisch müsste jetzt der zweite freigegeben sein, weil wir den Buchstaben eingegeben haben, aber weil wir das manuell gemacht haben, wurde das nicht erkannt und es ist trotzdem noch der erste. Und naja, wir haben da so einen Detektor dran gemacht, das heißt, er erkennt, ob ein Knopf gedrückt wurde oder genau, nicht. Genau, hier ist ein Detektor. Sobald ein Signal in eins der fünf Bits geleitet wird und dieses passiert, wird das hier durch diese Treppe geschickt und in diesen Detektor rein. Dieser Detektor macht nichts anderes, als dieses Signal dann zu nutzen, um erstens da hinten den Zähler 1 weiterzustellen und um noch ein paar andere Sachen zu machen, aber da, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig. Das Wichtigste ist eigentlich hier dieser Vergleich zwischen dem eingespeicherten Binärcode und dem gerade neu eingegebenen. Das heißt, wenn ihr jetzt ratet und jetzt zum Raten ein P drückt, dann wird dieses P in alle Speicherslots geschickt, also in alle möglichen Speicherslots. Aber nicht von der Festplatte, sondern hier unten? Nee, hier unten. Da vorne ist ja blockiert. Es läuft nicht mehr in die Festplatte, sondern es läuft hier in diese senkrechten 5 Bits. Wird dann hier flach aufgelegt, also aufgefächert. Und dann treffen sich die jeweiligen Bits, nämlich einmal die eingespeicherten und einmal die neu eingegebenen von dem Gerät. Wenn ihr jetzt hier ein P eingibt, das wäre wieder hier dieser oberste Bit. Dann wird dieser oberste Bit in dieses XOR-Gate geleitet, wo festgestellt wird, ob jetzt beide Signale wieder gleich sind. Wenn nämlich eins von beiden Signalen unterschiedlich ist, ist das XOR-Gate an, weil das XOR-Gate immer angeht, wenn eins der beiden Inputs anders ist als das andere. Ja, allerdings muss man dazu sagen, das hier ist ein umgedrehtes XOR-Gate, das heißt, ich glaube, das ist ein XAND-Gate. Das heißt, der ist an, wenn beide gleich sind und aus, wenn die unterschiedlich sind. Ja, aber das macht im Endeffekt dasselbe vom Prinzip her. Der einzige Nutzen dieses XOR-Gates bzw. XAND-Gates ist es, festzustellen, ob das neu eingegebene und das bereits eingespeicherte Signal identisch sind. Und wenn dies der Fall ist, wird hier unten ein Signal rausgenommen, wodurch ein Signal eingeschaltet wird in negierter Form, welches hier durch diese ganzen Slabs geleitet wird und diese Repeater blockiert, wodurch das Signal hier unten gehalten wird. Das zeige ich euch einfach mal. Wenn ich jetzt... Wo ist es? Hier unten. Ich nehme mal hier die Verlängerung von dem... Obwohl, ich kann es einfach drin lassen, es übereinstimmt ja nichts. Wenn ich jetzt hier ein Signal reinsetze, könnt ihr sehen, dass diese Repeater hier geblockiert werden und das Signal festhalten. Das heißt... warum hast du es gerade umgeschaltet? Hast du was umgeschaltet? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist, weil jetzt alles übereinstimmt. Wir hatten nur das P eingespeichert. Ah ja, stimmt. Und das P ist dann reingeschrieben worden, das heißt, es hat alles übereingestimmt. Die komplette Festplatte hat mit allen Eingabewerten übereingestimmt, das heißt, man hat gewonnen. Und dann setzt er das automatisch wieder zurück, das war das, was ihr gerade gesehen habt. Das war jetzt natürlich ein bisschen Fail, weil ich jetzt nicht mehr erklären kann, aber egal. Ja, was ich aber gerade sagen wollte, ist, man hat ja für jeden Buchstaben 5 Bits. Das heißt, es werden auch 5 Bits überprüft und jeder Bit wird eins überprüft. Das heißt, der erste Bit wird vom eingespeicherten Buchstaben wird mit dem ersten Bit von der neuen Eingabe überprüft. Und wenn alle von diesen Bits überprüft werden, das heißt, der zweite Bit von der Festplatte mit dem zweiten von der Eingabe und so weiter und so fort, wenn alle 5 übereinstimmen, dann wird das gesperrt für den jeweiligen Buchstaben und dann wird das festgehalten, deswegen bleibt der Buchstabe auch da. Ganz genau. Das ist dieses Prinzip von diesen gesperrten Repeatern. Weil nämlich gerade die beiden Binärsignale übereinstimmen, nämlich aus und aus, ist hier unten
Wo ist es? Wo ist denn jetzt? Ah, hier. Ist hier vorne dieses ganze Endgate aus, wodurch diese Leitung hier angeht, wodurch die Repeater blockiert werden. Das heißt, dieses Signal wird jetzt festgehalten. So lange, bis eins der beiden Signale wieder nicht dem anderen entspricht. Dann ist nämlich das Endgate wieder an, wodurch diese Leitung ausgeht, wodurch die Repeater entkoppelt werden, wodurch das Signal wieder nicht festgehalten wird. Das heißt, man fängt quasi das untere Signal ein, wenn es mit dem oben eingespeicherten übereinstimmt. Ja, und nur falls jemand verwirrt ist mit diesen ganzen Pistons in den Leitungen, das sind die Sofort-Repeater. Die sind mittlerweile schon einigermaßen bekannt. Das ist jetzt allerdings eine andere Version, die musste ich umändern, damit die nur eins hoch sind. Also ein Block hoch, damit ich die in die Leitung einbauen kann. Das heißt, das sind die ganz normalen Sofort-Repeater, halt nur ein bisschen umgebaut. Ja. Ja, das war es auch quasi schon. Wir haben hier oben das Hangman. Wie nennt man das denn? Die Hangman-Generierungsmaschine. Das ist ganz einfach ein Einwegzähler, der Link wieder oben in der Beschreibung zu den Einwegzählern bzw. Zweiwegzählern von meinem Bruder. Der macht nichts anderes, als die Segmente durchzuschalten, jedes Mal, wenn man nichts trifft. Dieses Nichtstreffen haben wir mit dem Decoder angeschlossen. Das heißt, wenn man einen Buchstaben drückt und sich nichts in der Festplatte tut, also nichts übereinstimmt, dann wird ein Signal hier hochgeleitet zum Weiterzählen. Und kann ich euch direkt mal simulieren, welches ist jetzt Weiterzählen? Der steht standardmäßig auf 1 hier vorne. Wenn ich ihn jetzt, genau, wenn ich ihn jetzt weiterzählen lasse, springt er in das zweite rein, wodurch diese Fackel angeht, ausgeht, wodurch dieses Segment da hinten rausgezogen wird, weil die Pistons nicht mehr gepowert sind. Das heißt, jetzt haben wir hier dieses lange Segment angezeigt. Wenn ihr nochmal was falsch eingebt, wird wieder minus 1 bzw. plus 1 gezählt, ist eigentlich egal. So, jetzt sind mehrere Elemente ausgegangen, weil ich aus Versehen zu lang gedrückt habe. Ich muss es nochmal zurücksetzen. Jetzt ist es wieder im ersten Slot, also ich muss hier vorne drauf gehen. So, einmal Minus zählen, nochmal Minus zählen, nochmal Minus zählen und nochmal Minus zählen. Wie ihr seht, zählt er immer weiter runter, bis alle Elemente rausgezogen sind. Dann habt ihr verloren, weil dann nämlich hier ein Signal abgezweigt wird, welches einmal das System hier wieder zurücksetzt und hier unten das System auch zurücksetzt und auf der Tastatur wieder die Leitungen entblockiert und so weiter und so fort. Und danach kann alles wieder seinen geregelten Lauf nehmen. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Wenn ihr mit was irgendwas, ja, wenn ihr Schwierigkeiten mit irgendwas habt oder ich euch irgendwas noch erklären soll oder mein Bruder, dann schreibt uns an. Wir erklären alles. Ja, nur als kleine Information, da ist noch ganz viel Kleinzeugs hier in diesem Bilder drin, das ist dann hauptsächlich, um bestimmte Fehler zu verhindern, die dann teilweise auftreten, die wir dann individuell verhindern mussten. Das ist dann alles ziemlich durcheinander, aber es ist halt eben nichts mehr, was für das System wichtig ist. Das waren jetzt alle großen Funktionen, die notwendig sind. Alles andere ist eigentlich nur nebensächlich. Muss jeder für sich alleine herausfinden, wie man die ganzen Bugs behebt, die bei Redstone zwangsläufig entstehen. Und bei Logik. Also bei Logik entstehen natürlich keine Bugs. Logik, hä? Ich wollte nur sagen, wenn ihr euch das selbst angucken wollt, könnt ihr das machen. Der Server ist offen. Ihr könnt das System leider nicht benutzen, wenn ihr keine Mitglieder seid, weil man dann keine Knöpfe bzw. Hebel drücken darf. Aber ihr könnt euch das Ding gerne angucken. Das ist auf dem Server, meinem Plot. Genau, ich mache hier einfach eine Beschreibung oben rein, was ihr schreiben müsst. Das nennt sich. Der Server nennt sich. Ja, ihr macht einfach eine Beschreibung, oder? Ja, ist einfacher. Ja, ihr schreibt es einfach rein ins Video. Gut, Leute, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö mit Ö.